Hallo, ich mache jetzt ein Video, ein erstes Video zu Rhythmus-Patterns. Und in diesem Video geht es darum, dass du erstmal Rhythmus-Patterns hörst und sie imitierst. Und wir fangen mit dem ersten Pattern oder mit den ersten Patterns an. Die sind im Zweiertakt. Man kann ganz grob oder im Zweiermetrum Patterns in Zweier- und in Dreiermetren unterteilen. Also ba, 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 wäre Zweiermetrum und ba, 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 wäre Dreiermetrum. Diese ersten Patterns, die sind jetzt im Zweiermetrum und sie haben Hauptimpulse und Nebenimpulse. Also, Hauptimpulse sind so, macht mal nach. Ba, 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 ba. Und Nebenimpulse sind ba, 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 ba. Also eigentlich Hauptimpuls plus Nebenimpuls sind dann zwei Impulse. Okay, und das Prinzip ist immer gleich. Ich mache vor und du machst nach. Sind 8 Stück insgesamt. Ich stelle das Metronom an und dann machst du einfach nach. Erstmal auf neutraler Silbe, auf Bar und anschließend auf Rhythmussilbe. Das erkläre ich gleich. Fangen wir mal an. Und gut ist immer Bewegung. Ich mache auch so ein bisschen Bewegung, so fließende Bewegung. Kannst du einfach auch mal ausprobieren oder mitmachen. Das kommt irgendwann von alleine. Okay, los geht's. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Okay, das war's schon. Das waren diese 8 Patterns. Und wichtig ist, dass du auf Ausdruck achtest und dass du auf Timing achtest. Also versuch einfach, das so gut wie du nur kannst zu imitieren und dann kannst du es nochmal wiederholen. Jetzt starten wir schon gleich, diese gleichen 8 Patterns jetzt zu verknüpfen mit Silben. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt Hauptimpulse und ein Hauptimpuls ist in der rhythmischen Solmisation von Gordon. Ist ein Hauptimpuls immer du. Es gibt viele verschiedene Arten, Rhythmen zu solmisieren. Und ich orientiere mich da an Edwin Gordon, der das entwickelt hat. Und ein Hauptimpuls ist immer du. Das ist die relative Solmisation, rhythmische Solmisation. Merk dir das, egal wo du bist, egal in welcher Musik, egal was für eine Musik, egal wie schnell, wie langsam, was auch immer, total egal, was für Notenwerte oder sonstiges, Hauptimpulse sind immer du. So, und jetzt gibt es Nebenimpulse und die sind in Zweiermetren sind die immer day. Mach ich aber vor, Hauptimpulse, mach mal nach. Du, du, du. Und die Nebenimpulse wären du, day, du, day, du, day, du, day. Okay, und jetzt spreche ich die gleichen Patterns, die ich gerade eben auf neutraler Silbe auf Bar gesprochen habe, noch einmal genau die gleichen auf rhythmischen Silben. Los geht's. Und das bedeutet immer, ne? Hast du schon gemerkt, ich mache vor und dann machst du nach. Los geht's. Du, du, day, du, du, day. Du, day, du, 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 day. Do they do they do they do? Do they do do they do they? Do they do do they do? Do do they do they do? Do they do they do do they? Do do they do they do they? Okay. Das war's schon mit diesem ersten Video. Und ich mache vielleicht jetzt bald gleich noch ein nächstes Video,
zu den nächsten Patterns und es geht dann immer so weiter. Viel Spaß und eins wollte ich noch sagen. Man lernt durch Wiederholung, also spul zurück und mach das Ganze nochmal, damit du die richtig gut im Ohr hast, diese Patterns. Denn ganz, 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 ganz viel später schreiben wir die irgendwann mal auf Noten und dann ist es total super, wenn du die schon alle im Ohr hast. Und die zweite Sache ist, wenn du schon ein Instrument spielen kannst oder so ein paar, dann nimmst du einfach irgendeinen Ton und dann kannst du dir dieses Video auch nochmal angucken, zurückspulen und das gleiche, was wir jetzt hier auf Bar und Do Day gemacht haben, spielst du dann auf dem Instrument, auf deinem Instrument nach. Okay, das war's schon. Tschüss, bis zum nächsten Video.